Ist das Scharlatanerie oder seriös? Dieses Lebensmittel gehört zu meinen liebsten Nierenreinigern. Das ist überraschend, nicht zu viel aber davon. Sie haben sich in den letzten Jahren eher ungesund ernährt, vielleicht auch unbewusst viel Salz, viel Zucker zu sich genommen. Stichwort hochverarbeitete Lebensmittel. Viele von uns machen das, weil wir es ehrlich gesagt gar nicht anders wissen, gar nicht besser wissen. Das kann natürlich zu Übergewicht führen, zu Blutzuckerschwankungen, zu Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herzprobleme etc. Und das Ganze kann natürlich auch belastend sein, belastend für unseren Körper, für unsere Organe, besonders für unsere Nieren. Unsere Nieren sind unser Klärwerk, so versuche ich die ja immer zu beschreiben auch. Das heißt, alles Schlechte, was oben bei ihnen reingeht, geht durch genau diese Klärwerke, durch unsere Nieren. Wir haben zwei davon, rechts und links. Daher, wenn Sie sich etwas Gutes tun möchten, dann sollten Sie jetzt sich dieses Video einmal genauer anschauen. Hier sage ich jetzt einmal, mit welchen Lebensmitteln Sie Ihre Nieren reinigen und so vielleicht sogar spätere Nierenprobleme vorbeugen können. Wobei, und das ist mir jetzt auch ganz wichtig zu sagen, ich erkläre auch gleich, was ich mit reinigen meine. Was bedeutet reinigen überhaupt? Denn wir sind hier nicht beim Hokuspokus, sondern es geht wirklich darum, was Gutes für den Körper zu tun. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankungen, was wir auch selber dagegen tun können. Stichwort eigene Ernährung, Stichwort Bewegung, Sport. Und das alles hängt sehr eng miteinander zusammen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Unsere zwei Nieren helfen unserem Körper, die guten Stoffe aufzunehmen und die schlechten aus dem Körper zu scheiden. Filtersystem, Filterorgane sind es. Ich nenne es unsere Klärwerke. Unsere Nieren sind also unsere Klärwerke und unser Urin ist unser Abwasser. Können die Nieren ihre Arbeit nicht mehr richtig ausführen, ist das für uns also mit teilweise schwerwiegenden Folgen verbunden. Es kann sogar zu einem Nierenversagen kommen. Das heißt, die Nieren arbeiten nicht mehr. Und das kann dann letztlich zum Beispiel auch zu einer Nierentransplantation führen. Denn das Problem bei unseren Nieren ist, sind sie erst einmal geschwächt, richtig kaputt auch, dann können sie sich selbst nicht so gut regenerieren wie etwa andere Organe bei uns, wie zum Beispiel die Leber, die kann sich relativ gut regenerieren. Daher hegen und pflegen sie ihre Nieren. Prävention anstatt später Reaktion. Und vieles können wir im Leben ja nicht beeinflussen. Da haben wir auch Pech, auch Genetik, aber manches können wir schon beeinflussen. Dazu gehört definitiv, was wir essen, was wir trinken, das schädigt Ihre Nieren. Bevor ich jetzt mit 7 Lebensmitteln komme, die die Funktion unserer Nieren unterstützen, komme ich einmal zu Top 3 der Nieren, nennen wir es mal Schänder. Es ist immer wichtig, nicht nur Gas zu geben und gleichzeitig die Bremse natürlich zu drücken. Also, was ist schlecht für unsere Niere? Und dazu zählt erstens dauerhaft zu viel Salz, zu viel Phosphate, die besonders in Cola sind, in Wurst enthalten sind. Und drittens, jetzt sind Sie vielleicht überrascht, zu viel Eiweiß. Und an dieser Stelle schon einmal ganz, ganz wichtig auch zu sagen, zu viel Eiweiß bedeutet wirklich zu viel. Das bedeutet nicht, sich proteinreich zu ernähren. Das wiederum ist absolut zu empfehlen. Und auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und auch der Fachgesellschaft der Nephrologen, also der Nierenfachärzte, wird das empfohlen. Zu viel Eiweiß bedeutet, bei gesunden Nieren dauerhaft, und dauerhaft bedeutet wirklich Monate, Jahre lang, über ca. 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei bereits geschädigten Nieren über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auch bei einer Nierenschwäche wird sogar eine proteinreiche Ernährung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Ausnahme, man ist nierendialysepflichtig. Doch auch wenn Sie sich gesund ernähren, klar, können Ihre Blutwerte nicht exzellent sein. Daher komme ich jetzt einmal auf 7 Lebensmittel, die gut für Ihre Nieren sind. Bleiben Sie bis zum Schluss auch dran, denn meine Nummer 7 wird Sie vielleicht überraschen. So, und passend zum Thema und in eigener Sache. Unsere Lebensmittel, unsere Ernährung ist ja nicht nur wichtig für unsere Nieren, sondern für unseren gesamten Körper. Und es ist viel komplexer, als dass ein Lebensmittel nur Auswirkungen auf ein Organ hat. Und hier in diesem Ratgeber gehe ich auch einmal auf die besten Lebensmittel ein, die wichtig sind, dass man ein gesundes Ernährungsmuster hat. Denn das Ernährungsmuster ist letztlich entscheidend. Und genau darum geht es in meinem neuen Ratgeber. Also schauen Sie gerne einmal auf meine Webseite. Nieren entgiften. Was heißt das? Ganz kurz einmal vorab. Möchten Sie mehr über die Nieren an sich lernen, wie die aufgebaut sind, herausfinden, ob Sie bereits eine Nierenschwäche haben zum Beispiel, dann können Sie einmal diese 2 Videos von mir anschauen. Da gehe ich nämlich schon mal genauer darauf ein. Jetzt aber zum Thema Nieren entgiften. Zunächst
Auch wichtig. Ist der Begriff hier eigentlich richtig? Kann man sagen, entgiften? Wir reden hier nicht von einem Detox, wie etwa mit einer Saftkur. Tatsächlich geht es bei dem Entgiften der Niere nicht darum, dass wir wirklich giftige Substanzen aus dem Körper bringen, sondern vielmehr, dass wir die richtigen Stoffe zuführen. Und ganz wichtig, es gibt nicht ein Wundermittel-Lebensmittel, sondern es entscheidet immer das Ernährungsmuster. Ganz entscheidend zu wissen ist aber, unsere Nieren, die entgiften uns. Die haben genau diese Filterfunktion. Und es gibt aber Lebensmittel, und ich nenne jetzt einmal 7 Stück, die unsere Nieren bei ihrer Arbeit, und das ist das Wichtige, unterstützen und die Nieren gut tun, die einen Beitrag leisten, dass Nieren gut funktionieren. Nummer 1, Wasser. Ohne Wasser kann der Mensch nicht leben. Und das gilt auch für die Nieren. Gerade für die Nieren ist Wasser wichtig. Aber Vorsicht, zu viel trinken kann ihre Nieren auch schädigen. Häufig werden ca. 2 Liter Wasser am Tag empfohlen. Das kann richtig sein, etwa für eine Person, die so 70 Kilo wiegt und gesund ist. Empfehlung bei gesunden Menschen ist, und das ist eine gute Zahl, 30 bis 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, und zwar gleichmäßig auf den Tag verteilt. Leiden Sie jedoch an einer Nierenschwäche, im höheren Alter kommt das sehr oft vor, dann könnte Ihnen Ihr Arzt etwas anderes raten. Nein, nicht mehr zu trinken, sondern dann das Gegenteil, weniger zu trinken. Trinken Sie in solchen Fällen zu viel, kann das Wasser eventuell nicht vollständig aus dem Körper ausgeschieden werden, weil eben Ihre Niere ja geschwächt ist. Und dann könnte es Sie etwa zum Beispiel in den Beinen ansammeln, Ödeme machen, und Sie brauchen dann harntreibende Substanzen, sogenannte Diuretika, die Ihnen bei der Ausscheidung helfen. Deswegen wichtig, dass man darauf achtet, wie fit sind sozusagen die Nieren, gibt es schon Vorerkrankungen. Leiden Sie zum Beispiel auch an Nierenstein, dann kann es Ihnen helfen, wenn Sie akut mehr trinken als sonst. Hier kann das sogenannte Nierenspülen die Gesundheit fördern. Also, das ist entscheidend. Bei bekannten Nierenproblemen bzw. Nierenerkrankungen ist entweder mehr oder weniger Wasser sinnvoll. Und deswegen gibt es keine pauschale Antwort. Und um es nochmal vielleicht noch komplexer zu machen, auch andere Erkrankungen, vor allem zum Beispiel mit dem Herz, Herz-Kreislauf-System, beeinflussen, ob Sie eher mehr oder weniger von den 30 bis 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht trinken sollten. Also, selbst das simple Wasser kann komplex sein, und das zeigt auch, wie komplex unsere Gesundheit ist und dass es nicht einfache, pauschale Antworten gibt. Nummer 2, Buchweizen. So, machen wir weiter mit dem Studiensieger, weg vom Wasser, jetzt hin zum Pseudogetreide Buchweizen. Buchweizen schmeckt wie Getreide, ist aber glutenfrei, also auch perfekt für Sie, wenn Sie eine Glutenunverträglichkeit haben. Sie können die Körner wie Reis zubereiten oder auch zum Backen verwenden. Es gibt die Pflanze mittlerweile ja auch in anderen Formen, sodass Sie diese etwa in gepufferter Variante zum Beispiel einfach auch über Ihr Müsli oder Ihren Quark streuen können. Kreativ sein, das ist immer ganz entscheidend. Doch warum hilft Buchweizen nun unseren Nieren? Die meisten Studien haben herausgefunden, dass die enthaltenen Flavonoide den Blutzucker senken und hierbei diabetisch verursachten Probleme mit den Nieren, Nierenschäden helfen können. Flavonoide, das ist ganz entscheidend, und die gibt es auch in anderen Lebensmitteln. Das heißt, die anderen Lebensmittel sind auch gut für die Nieren. Gleichzeitig könnte es aber auch bei Nierenversagen helfen, das durch fettreiche Ernährung hervorgerufen wird. Und wie wir wissen, viele von uns ernähren sich zu viel mit schlechten Fetten. Das sind die sogenannten Transfette und die sogenannten gesättigten Fettsäuren. Das sind ja die schlechten Fette. Ich sage es ja oft, jetzt hier nochmal, Fett ist nicht gleich Fett. Schlecht für unsere Nieren sind die gesättigten Fettsäuren in Wurst, vielen Fleisch, Süßigkeiten. Wichtig aber, ich möchte auch darauf hinweisen, dass die meisten Studien auch beim Buchweizen an Mäusen durchgeführt wurden und wir diese daher nicht 1:1 auf den Menschen anwenden können. Allgemein wird Buchweizen allerdings eine antioxidative Wirkung nachgesagt und birgt keinerlei Risiken, weshalb Sie es ohne Bedenken essen können. Bei Ihrem nächsten Einkauf kommt es in Ihren Einkaufswagen. Kaufen Sie mal Buchweizen, ist auch eine gute Abwechslung. Hier wieder entscheidend das Ernährungsmuster. Nummer 3, Äpfel. Wer kennt nicht den Spruch, an Apple a day keeps the doctor away? Das tägliche Obst und Gemüse, das sollte natürlich auf unserem Speiseplan stehen. Das ist gesund, das wundert keinen mehr, das wissen wir. Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 5 Portionen pro Tag, 3 Gemüse, 2 Obst. Bezogen auf unsere Nieren, es ist bewiesen, dass eine gesunde Ernährung mit täglich Obst und Gemüse dazu beitragen kann, dass Sie seltener Nierensteine bekommen. Es sind also nicht nur Äpfel, sondern auch Beeren,
Aprikosen, Trauben und Co., die dazu beitragen können, dass wir seltener Nierensteine entwickeln. Kleine Nierensteine, logisch, die stellen keine große Gefahr dar, wissen wir auch oftmals nicht, dass wir die haben. Die sollten aber natürlich auch nicht unterschätzt werden, denn sie können bereits ein Hinweis darauf sein, dass Ihre Niere Probleme hat. Und mit der Zeit werden diese kleinen Nierensteine dann immer größer, können dann zum Beispiel starke Schmerzen machen, die dann dazu führen, auch mal, dass es ein Notfall wird. Gerade Nierenkoliken erlebe ich als Notarzt natürlich auch oft. Ganz typisch sagt man immer, der Schmerz wandert, der Patient wandert. Das ist also wichtig, können Sie gut vorbeugen mit täglich Obst und Gemüse und auch wieder viel Wasser. Wichtig auch, dabei sollten Sie am besten wenig Zucker, wenig Phosphate, wenig Natrium, also Salz, zu sich nehmen, denn das ist nicht gut für die Nieren. Aus diesem Grund ist also Obst, Gemüse ideal frisch zu verzehren, optimal für Sie, da Sie in getrockneter Form oder als Saft höhere Werte aufweisen, Stichwort auch Fruchtzucker, und damit auch den Körper mit belasten können. Mehr die Leber, weniger die Nieren, aber deshalb wichtig, auch darauf mit zu achten. Nummer 4, Orangen. So, und jetzt meine Nummer 4 ist ebenfalls sehr wichtig, wenn Sie Nierensteine vermeiden möchten, und das ist ja oft ein häufiges Problem, das man bekommt, Zitrusfrüchte. Deswegen habe ich jetzt Orangen einmal ausgewählt. Zitrusfrüchte zählen natürlich auch zu Obst, gelten jedoch an sich als wahre Nierensteinkiller und deswegen jetzt hier noch einmal separat aufgelistet. Sie erhöhen nämlich das Zitrat im Körper und Studien haben bewiesen, dass ein erhöhter Zitratwert im Urin das Risiko verringern kann, dass sich Nieren oder auch Blasensteine bilden. Und das gilt etwa auch logisch für Zitronen, auch Grapefruits. Wenn Sie also Ihre Nieren vor Nierensteinen schützen möchten, Sie wissen, dass Sie eine Tendenz dazu haben, vielleicht genetisch bedingt, dann kann es helfen, regelmäßig Orangen zu essen bzw. frisch gepressten O-Saft zu sich zu nehmen. Passen Sie jedoch beim gekauften Orangensaft wieder auf, hatte ich eben schon mal gesagt, da hier gerne auch viel Zucker zugesetzt ist. Was den positiven Effekt auf Ihre Nieren deutlich verringern kann, ist, wenn da viel Zucker drin ist. Ganz wichtig an dieser Stelle, alle Lebensmittel, inklusive Zitronen, Orangen, weil das oft auch falsch gesagt wird, werden basisch verstoffwechselt. Obwohl sie sauer sind, machen sie das Blut nicht sauer oder so. Ganz wichtig zu sagen. Nummer 5, Brennnessel. Und neben dem Obst landet in den Top 7 auch eine Pflanze. Sie sehen also schon, Obst, Gemüse, das ist wichtig für die Nieren. Überrascht auch nicht, geht auch ganz vielen anderen Organen ja so. Also die Brennnessel, auch bekannt als Urtica dioica, ist eine Pflanze mit antioxidativer Wirkung. Und sie kann nicht nur unseren Nieren helfen, sondern auch der Blase, auch der Leber, auch unserem Gehirn. Das liegt auch an den zahlreichen Vitaminen und Mineralien wie Vitamin C, wie Eisen. Die Brennnessel kann dabei nicht nur die Bildung von entzündlichen Stoffen hemmen, das ist gut, sondern auch harntreibend wirken. Und das ist ganz wichtig bei der Niere. Zusätzlich kann die Pflanze die Entstehung von Nierensteinen vorbeugen. Aber auch hier wichtig, Brennnessel ist kein Wundermittel. Studien an Ratten zeigten etwa auch einen erhöhten Zitratwert im Urin, der sich positiv auf die Niere auswirkt. Weil wenn der Zitrat im Urin erhöht ist, wird es sozusagen ausgeschüttet. Also, die Brennnessel ist ein echter Allrounder für die Niere. Am einfachsten finden Sie Brennnessel in Form von Tee. Sie können ihn aber auch natürlich selbst herstellen. Dann ist wahrscheinlich die Wirkung stärker. Wichtig, in Studien ist es oft so hoch konzentriert, wie man es selbst in der Praxis gar nicht anwendet. Nummer 6, Ingwer. Der Hype um die scharfe Wurzel scheint nicht abzubrechen, hört man immer ganz viel. Und das auch völlig zu Recht, wie ich finde. Die enthaltenen ätherischen Öle und Schafstoffe, die sorgen nicht nur dafür, dass die Knolle gut schmeckt. Zusätzlich konnte sie in Studien durchaus Beweise liefern, dass sie hilfreich für unsere Nieren ist. Da vor allem Diabetiker anfällig für eine Nierenschwäche sind und oftmals man sozusagen Nierenprobleme als Folge von Diabetes bekommt, kann dieses Lebensmittel besonders hilfreich sein. Denn zahlreiche Tests zeigten eine positive Auswirkung auch auf den Blutzuckerspiegel, der ja für Niereninsuffizienzen mitverantwortlich sein kann. Da Ingwer auch eine positive Wirkung gegen oxidativen Stress und allgemein Nierenprobleme haben kann, ist die Knolle mein liebstes Lebensmittel aus den Top 7. Ingwer reinigt den Körper auf vielfältige Weise und ist ideal, wenn Sie jetzt damit starten möchten, gesund zu leben. Meine Empfehlung, immer ein bisschen Ingwer mit dazu zu tun. Ingwer schmeckt sowohl roh, wenn Sie etwa asiatische Gerichte damit würzen, als auch aufgebrüht als Tee. Aber auch hier wieder, es ist kein Wundermittel. Es gibt keinen Nachweis, dass wenn man viel Ingwer isst, dadurch als Beispiel die Mortalitätsrate sich senkt, auch die Gefahr für Nierenerkrankungen sich senkt. Das gibt es nicht. Aber es ist Teil eines gesunden Ernährungsmusters
Und das trägt dazu bei, dass wir was Positives für unsere Nieren tun. Das ist der entscheidende Unterschied. Nummer 7, Naturjoghurt. So, und meine Nummer 7 kann im ersten Moment eine kleine Überraschung sein. Auch das esse ich nahezu jeden Tag. Aber warten Sie mal ab, was jetzt dahinter steckt. Nämlich, es gibt einige Studien, die nahelegen, dass Probiotika, und das Zauberwort hat schon bestimmt der eine oder andere gehört, eine gesunde Niere unterstützen kann. Das gilt vor allem in Bezug auf eine Nierenschwäche, die Diabetiker betrifft. Hier konnte eine Verschlechterung der Nierenkrankheit durch Probiotika verzögert werden. Und das verdanken sie etwa einer entzündungshemmenden Eigenschaft. Möchten Sie Probiotika zu sich nehmen, dann können Sie entweder Joghurt essen, auch Kefir, fermentierte Lebensmittel, aber auch eingelegtes Gemüse, Parmesan, Nahrungsergänzungsmittel. Achten Sie bei Joghurt darauf, dass nicht zu viel Zucker zugesetzt ist. Das ist wieder ganz entscheidend, da ein erhöhter Blutzuckerwert dann natürlich wieder die Folge ist und ein erhöhter Blutzuckerwert Nierenerkrankungen, Diabetes etc. begünstigen kann. Ein Lebensmittel hat immer verschiedene Auswirkungen und wie immer auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite hat es vielleicht auch negative Seiten. Also, die gesündeste Alternative in dem Fall ist der Naturjoghurt. So, ich hoffe, ich habe Ihnen einmal Hunger auf 7 leckere Lebensmittel gegeben, die Ihnen dabei helfen können, dass Ihre Nieren gesünder arbeiten. Es sind auch Beispiele für andere Lebensmittel. Es gibt auch noch Alternativen. Auch in meinen Ratgebern gehe ich immer darauf ein und nenne sozusagen Lebensmittelgruppen. Achten Sie mal darauf, achten Sie darauf, was Sie in Ihren Einkaufswagen tun. Denn die Ernährung ist ein ganz wichtiger Baustein für unsere Gesundheit. Die Lebensmittel können eine Therapie unterstützen, aber sollten keinen Ersatz darstellen. Das ist ganz wichtig. Und mit Lebensmitteln heilt man keine Krankheiten. Danke einmal fürs Zuschauen. Gerne kommentieren Sie das Video, schreiben Sie Ihre Tipps vielleicht auf. Was tun Sie für Ihre Nieren? Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.